Achso. Autoputzen hat sich gelohnt. Wir sind bestens angekommen im Legoland Deutschland. Ich glaube, das ist der schönste Ort der Welt, wenn man das mal so formulieren darf. Wir werden da jetzt mal reinschauen. Oh ja. Ich habe gehört, Sie haben dort Legosteine, sowohl zum Anschauen als auch zum Verkaufen. Nein! Und ja, wir werden uns dann melden, wenn es interessant wird, so viel zum Thema für den Moment. Das auf jeden Fall. Es sieht relativ beliebt aus heute. Oh. Es ist auch ein Samstag in den Sommerferien bei den meisten deutschen Bundesländern, auch in Österreich wohlgemerkt. Mhm. Aber ja, wir werden jetzt mal sehen, ob wir Emmett und Co. drinnen finden, vielleicht auch Batman, wer weiß. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf im Legoland Deutschland. Ja. Es ist unglaublich, liebe Freunde, ihr werdet es genauso wenig glauben wie wir, wo wir uns befinden. Es ist der schönste Ort auf Erden mit dem Namen Legoland. Naja, fast der schönste Ort. Unser Dachboden ist auch. Ja, auch. Wir werden jetzt mal eine Runde drehen und wieder mal die Kamera einschalten, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. So, und jetzt mal nicht nur Lego passiv anschauen, sondern auch aktiv was machen. Leider seht ihr uns nicht hier auf dem Video, aber wir haben uns natürlich sofort auch in so ein Auto hineingeworfen und das Feuer gelöscht. Keine Chance, Kuppel. Wir haben den Pokal gewonnen. Wir sind gerade etwas außer Atem. Aber das Feuer in den Pyramiden ist gelöscht und unser Preis es war wurde Wagen in Empfang Nummer genommen. Vier. Wagen Nummer 4, unsere eindeutige Empfehlung. Jetzt werden wir uns etwas erholen und dann geht's wieder weiter. Und dann sind wir auch schon unterwegs in der Imagination Areale. Wie ihr seht, hier ganz toll. Hier gibt's Duplo-Welten für die etwas kleineren. Und viel Wasser übrigens. Also falls es heiß ist, man kann sich dort super abkühlen. Das ist der älteste Teil des Parks. Hier gibt es auch diese Fahrt, wo man so schön über den Park rüber sieht. Mhm. Ganz tolle, große Lego-Modelle. Rita hat sich hier gleich mit den Giraffen angefreundet. Also wirklich ein Ort der Glückseligkeit und der unendlichen Freude. Es gab hier Pizza, es gab Kaffee. Also uns ist es wirklich nicht schlecht gegangen. Nee. Wir sind hier einfach mal durch den Park geschlendert auf der Suche nach der Lego-Fabrik, die wir aber dann relativ bald gefunden haben. Vorher war aber noch mal eine kleine Fahrt. Wir sind jetzt hier an Bord eines neumodernen Tretmobils und Rita hat gerade die Steuerung übernommen. Wuhu. Das ist die Frau im Cockpit. Ich verrate euch was. Den Schub sorgt. Auch wenn man nicht tritt, fährt es trotzdem weiter. Wir genießen auf jeden Fall die wunderbare Szenerie des Legoland Parks und freuen uns. Auf, auf, los geht's, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Die Show wird gleich beginnen und die Dinosaurier berechnen das Doppelte, wenn sie so hart arbeiten müssen. Aber wie sieht's mit den Farben aus? Ist das rot genug oder muss da mehr Wasser dazu? Hey, du da, hör auf rumzuspielen, wir müssen die Show fertig bringen. Dann sind wir wieder in weite Höhen gestiegen, nämlich mit diesem Turm, der sich dreht. Sehr empfehlenswert. Und ja, wenn ihr Rita kennt, dann wisst ihr, dass wir natürlich auch shoppen gegangen sind. Ja. Hier sind wir jetzt mal in einem kleinen Store. Wir waren auch noch viel mehr shoppen, dazu kommt in den nächsten Tagen aber dann noch ein separates Video. Stimmt. Ein Shopping-Spezial, bestehend aus dem großen Lego City Shop,
der Lego-Fabrik, also des Teile-Shops in der Lego-Fabrik, welcher wahrscheinlich viele von euch interessieren wird, und auch das Schnäppchenzelt haben wir gefilmt. Genau, übrigens, wenn ihr euch wundert, dass hier links waren Masken, die man kaufen konnte. Wir haben jedoch diese Einwegmasken genommen, weil es einfach sehr heiß war, und ich glaube, das sind dann doch die dünnsten, die das Ganze erträglich machen. Das Tolle ist, wir waren jetzt Anfang August im Legoland. Man muss nicht überall, ja, das sind die limitierten Legoland-Sets, die exklusiv nur dort erhältlich sind. Da haben wir eh zugeschlagen. Da seht ihr dann noch mehr davon. Mhm. Man muss nur in den Attraktionen und auch in den Wartebereichen der Attraktionen Masken tragen und auch in den Geschäften und in den Restaurants. In allen anderen offenen Flächen darf man ohne Maske zum herumschlendern Glück. Und sich vergnügen. Das hat uns schon sehr gut getan, denn es war elendig heiß am ersten Tag, wo wir dort waren. Und ja, dann schnappt man sich halt für einen Besuch im Shop mal schnell eine kleine Maske und darf sie wieder ablegen, wenn man wieder rausgeht. Stimmt. Rita war auf jeden Fall hier ganz verzückt von den vielen Sets, die hat sie noch nie wo gesehen, Harry Potter und Co. Also wir sind da richtig aufgegangen, und auch hier geht's weiter im Burgenabteil. Das ist wirklich so toll dort, also wie in den vergangenen Zeiten, eine echte Ritterburg aus Lego. Das ist ja mal der absolute Wahnsinn. Aber der Wahnsinn kommt noch, man kann dort auch mit einer Drachenachterbahn fahren. Und den Drachen bezwingen. Was wir auch gemacht natürlich haben. Natürlich. Also ja, ich habe dann als Mittagessen einen Drachenhappen im Knappenbrot zu mir genommen. Naja, also das war schon ganz was Tolles. Wenn man ihn schon bezwingt, dann muss man doch auch ein Stückchen essen. Hier seht ihr übrigens Christoph vorbeirauschen, den habe ich dann nochmal gefilmt. Schwierig. Ich habe mich jetzt selber nicht gesehen, aber macht auch nichts. Aber in der Theorie war er auf jeden Fall drinnen. Also in den Fahrgeschäften muss man auf jeden Fall auch die Maske aufsetzen, was ja nicht ganz angenehm ist, aber man gewöhnt sich ja an alles. Stimmt. Und jetzt sind wir endlich bei der Lego-Fabrik. Da werden wir auch noch ein bisschen was zeigen. Wir sind da gerade noch am Videoschneiden. Mal sehen, ob das ein oder zwei Videos werden. Ganz besonders interessant für alle von euch wird natürlich dieser Einzelteileverkauf sein, wo es wirklich nach Belieben Lego-Teile zu kaufen gibt, also so ähnlich wie bei der Pick-a-Brick-Wall, aber noch keine besser. Ahnung, zehnmal so groß noch und besser. Mit vielen anderen Steinen. Wir haben über 50 Figuren gekauft, wir haben die Einkaufslimits, die es dort gibt, mehrmals hintergangen, aber es hat sich gelohnt, also Rita lächelt, es war alles in bester Ordnung. Und ja, man kann dort auch einen Führerschein den machen. Den wollte ich unbedingt machen, aber nein. Ich bin um ein, zwei Jährchen zu alt. Ja, es ist so, du bist mit den Beinen nicht mehr zu den Pedalen runtergekommen, und deswegen hat der freundliche Mitarbeiter vom Legoland gesagt, du sollst dich doch lieber in das Auto setzen, das er draußen ausgestellt hat. Und für dich gibt es dann heute keinen Führerschein. Aber das ist der City-Bereich, der sehr gelungen ist in Ginsburg. Aber falls die Kinder das machen wollen, bis 13 Jahren ist es möglich. Und hier sehen wir auch einen Zug. Wie könnte es anders sein? Oh, ja. Seht ihr mal Ritas Reaktion. Sie ist noch mehr aus dem Häuschen als sonst. Und diesen Zug haben wir dann auch gleich gekauft in seiner Miniaturversion. Und den wollte Rita kaufen. Und sind dann hier seht ihr noch eine, wenn das Video mal in 100 Jahren angeschaut wird, seht ihr eine Reminiszenz aus uralten Zeiten. Lego Hidden Side. Die Kartons sind schon ganz verblichen durch die Auslage, aber da wird man mal sagen, das war eine Serie, da war Lego seiner Zeit voraus. Hier haben sie so eine coole Auslage ausgestellt mit allen Sets der ersten und zweiten Welle. Dann haben wir hier auf die Wasserbahn gewartet. Ich habe relativ lang gefilmt, und wir sind dann drauf gekommen, dass sie zu dem Zeitpunkt außer Betrieb war, also keine Boote hier. Aber rein theoretisch wäre es eine super Fahrt. Stellt euch einfach vor, ein Boot fährt vorbei, dann passt das. Dann gibt es natürlich, wenn man Rita kennt, immer wohlverdiente Kaffeepause. Ohne Kaffee geht gar nichts. Es gab auch Eiskaffee, weil es ja doch sehr heiß war. Und sehr nach der Pause, sehr zu empfehlen, ging es dann schon wieder auf eine wilde Safari mit noch wilderen Tieren, die alle aus Legosteinen bestanden sind. Ein Krokodil hat mich ganz schön erschreckt, ich sag's euch, da versteckt sich und wo eins. Also es sind dort lauter wilde Tiere. Und da darf man sich nicht spielen, weil sonst gibt es Ärger. Mhm.
Wie echte Piraten waren wir natürlich auch hinten im Piratenteil des Parks unterwegs. Und ja, da ist Corona-bedingt nicht alles geöffnet. Es ist überhaupt momentan etwas schwierig. Es ist die Akademie zu, die große. Zum Beispiel diese Boote, die ihr gerade gesehen habt. Oh, und das war Ritas ein Nockata. Also die Boote waren hinten auch nur bis 15 Uhr geöffnet, warum weiß ich nicht. Und der Bereich, wo man da diese Wasserbombenschlachten machen kann, war auch zu. Also rechnet damit dieses Jahr, dass immer wieder was geschlossen sein wird. Ja. Aber am nächsten Tag haben wir dann die Wasserschlacht gemacht und ist sehr zu empfehlen. Aber ohne Kamera, weil das wäre, dann hätten wir kein Videomaterial mehr für euch. Neu für uns oder neu für mich, ich war ja schon mal im Legoland Deutschland, ist der Ninjago-Bereich. Dort gibt es auch zwei coole Fahrten. Eine ist so eine Virtual Reality-Fahrt, wo Rita gerade hineingeht, wo man drin so durch einen Hindernisparcours fährt, so eine Art Geisterbahn, und man muss böse Zombies und Ninjas wegschlagen und mit Karategriffen. Cool. Da sind wir mal von irgendwelchen Feuer, keine Ahnung was, attackiert worden, und man hat richtig die Hitze vom Feuer gespürt. Das war sehr, sehr echt cool. Also wirklich so eine Art 4D-Ride. Leider darf man im Legoland auch in keiner Attraktion filmen, also weder in den kleineren offiziell noch in den größeren. Also wir können euch hier leider nur den Anstellbereich zeigen, aber auch die sind schön designt. Dann hier im zentralen Bereich des Parks seht ihr, es ist auch hier nicht alles geöffnet. Einer dieser Bootsfahrten war zu. Und hier mit dieser Achterbahn sind wir leider nicht gefahren, da es dann ein Gewitter gegeben hat. Ja. Dafür Das haben wir geschlemmt. Wir haben geschlemmt im Stars Restaurant. Da gibt es sehr zu Burger. Empfehlen. Sehr zu empfehlen. Das war ein Burger-Menü für zwei Personen. Ein Resümee zum heutigen Abend. Rita fehlen die Worte, weil es ihr so gut gefallen hat. Oh ja, aber so anstrengend. Es war einfach so viel zu tun und es war so nett. Wir haben schön eingekauft, oh ja. Gefuttert, sind gefahren und werden jetzt ruhig und zufrieden in unser Bettchen fallen. Oh ja, aber in unser Burgbettchen. Kein Problem, morgen geht's weiter. Ja. Wir freuen uns schon. Bis morgen. Rita macht sich gerade vertraut mit all den Superhelden, die sie heute hier treffen wird. Hast du schon eine Ahnung, wer im Legoland auf deinen Besuch warten wird? Ich glaube, es ist vielleicht Captain Rotbart, der hier hinter dir sitzt und ein wohlverdientes Mittagsschläfchen hält. Oder vielleicht diese Dame hier, nachdem wir ja in der Burg übernachten werden. Vielleicht diese Burgdame. Ein Burgfräulein, ja. Vielleicht bringt sie uns das Frühstück ins Zimmer. Und natürlich, bitte, ganz klar. Der alte Ninja-Meister kann natürlich auch sein. Dann haben wir hier Johnny Thunder. Er macht auch ein Nickerchen. Das ist irgendwie momentan sehr in Mode, kommt mir vor. Eine Piratin. Echte Piratenbraut. Werden wir sehen, ob wir die dann auch wirklich antreffen? Vielleicht im Piratenhotel, wo wir zwar nicht übernachten, aber wir werden uns hineinschmuggeln. Wir versuchen es. Dann haben wir noch eine Ritterin hier mit ihrem coolen Löwenkostüm. Einen Rennfahrer, der darf natürlich gar nicht fehlen. Und die Chicken. Und das Getier, was herumfleucht und kreucht. Und ein süßer kleiner Affe. Ein Äffchen. Teddybären und dann noch einen Ninja. So sieht's hier aus.